mal neu klappern? Nein, nein. Ich weiß jetzt nicht, ob der die Säule gestört hat. Heute war eine Stimme der Captain Rummelsnuff. Hi. Hallo. Captain Rummelsnuff, du singst von Brüderlichkeit und Bratwurst. Welche Werte sind für dich in der Politik wichtig? Also das ist eigentlich das Wort zum Abschalten für mich. Langweilig, doof, aber ist so. Wieso? Guck sie dir an, hör sie dir an. Ist da irgendein ehrliches Wort dabei? Ist da irgendwas dabei, was uns jetzt adressiert? Oder ist das ein allgemeines Geschwafel, viele Worte, die am Ende nichts aussagen und vor allem auch nichts aussagen sollen? Wahrscheinlich auch ein bisschen ablenken sollen von dem, was eigentlich dann stattdessen gemacht wird. So das was. Hört sich jetzt so an wie, die da oben machen eh, was sie wollen. Hast du das Gefühl? Naja, wer sich in so eine Position bringen konnte durch bestimmte Charaktereigenschaften und vielleicht zur richtigen Zeit an richtigen Stellen gewesen zu sein und sich da irgendwo in eine gute Position zu bringen, der ist natürlich dann geneigt, das auch auszunutzen, dass er eine gute Position hat. Zieht sich der Captain zurück aus dieser ganzen Politik-Sache und sagt danke, nein, tschüss, auf Wiedersehen? Und schreibt Lieder über Bratwurst und Brüderlichkeit. Irgendwo ist das ja auch Politik wahrscheinlich, auch wenn man es nicht so nennen will. Gibt es Werte, die sind mehr wert als Politik? Natürlich. Welche? Fast alle. Sag mal drei. Brüderlichkeit, Beistand und gegenseitige Hilfe, aber jetzt nicht von Staaten, sondern eben zwischenmenschlich. Sind es konservative Werte? Konservativ soll bleiben, wie es ist? Nee. Sind Werte. Geht Captain Rummels noch wählen? Das ist ja leider nur sonntags. Und sonntags ist er meistens auf See. Auf See im Berghain oder wie? Na, entweder auf dem Wege von irgendwo oder eben irgendwo. Also jedenfalls nicht in seinem Wahlquartier. Das klingt alles so ein bisschen... Aber er war wählen zu DDR-Zeiten und zwar zur letzten Kommunalwahl. Wen hat er gewählt? Und zwar hat er alle durchgestrichen. Und das haben ziemlich viele so gemacht. Und natürlich hat ihn dann umso mehr überrascht, oder auch nicht wirklich überrascht, am nächsten Tag das Wahlergebnis in der Zeitung zu lesen, dass es dann eben doch wieder 98,9 oder sowas Prozent waren, ja, die zugestimmt haben sollen. Es gibt eine Akte über dich, eine Stasi-Akte, die hast du dir dann mal kommen lassen und reingeguckt. Was stand da drin? Naja, da stand drin, dass es vielleicht besser wäre, den jungen Mann mal etwas genauer zu betrachten. Das nannte sich operative Personenkontrolle. Das ist dann schon mal was. Das ist nicht ganz nur, die gucken mal und gucken einfach nur, sondern die haben tatsächlich auch richtig schön Protokolle geführt. Und es ging bis hin zur Postüberwachung. Das war dann schon ein bisschen, also waren ein paar Kopien von Schriftstücken, also beispielsweise Ansichtskarten von. Die du geschrieben hast? Nein, die mir geschrieben wurden vor allem. Oh, okay. Du hattest Westkontakte? Ja, aber eher so über also andere junge Leute, die man so im Urlaub kennenlernte. Wir waren viel in Ungarn, wir waren auch in Rumänien. Nicht nur Westdeutsche, auch Franzosen und sowas. Und tatsächlich gab es da auch Postkontakte nachhinein noch. Ja, sowas gab es damals. Man hat sich Briefe geschrieben. Was ich dich fragen wollte, es gibt ja gerade wieder genau so einen Skandal. Nur da geht es darum, dass jetzt niemand mehr mit einer Kamera Postkarten fotografiert, sondern all unsere E-Mails überwacht. Mitliest, mithört vielleicht auch, wenn wir uns auf Skype unterhalten. Jede Ampelkreuzung, alles überwacht. Ich meine mal, oder? Das wissen wir doch schon lange. Siehst du das anders, nachdem du deine Stasi-Akte bekommen hast? Nee, also, oder rechnest du immer damit, dass dir jeder zuhört bei allem, was du sagst, bei allem, was du schreibst? Eher so, natürlich. Das wissen wir doch, wie gesagt, ist doch kein Geheimnis. Es wird zwar immer drum gestritten, so angeblich, und da gibt es ein paar liberalere Stimmen, die sagen, das kann man so nicht machen, wir müssen das ein bisschen anders, ein bisschen. Aber am Ende wird es doch sowieso gemacht. Wer will denn wen bestrafen dafür? Captain Rummelsnuff war eine Stimme. Zum Wohl.